Keine Rente mit 70. So hat es CDU-Chef Merz am 23.08.2024 verkünden lassen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das ist bemerkenswert. Der Chef der CDU, Friedrich Merz, bezieht Stellung und zwar zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Und er sagt, mit ihm wird es oder er wird keine Rente mit 70 mitmachen. Das ist Unfug, hat er gesagt. Also das finde ich schon mal sehr, sehr bemerkenswert. Wir erleben ja seit längerer Zeit ein Dauerfeuer von Vorschlägen, von wie man die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozusagen in ihren Rechten einschränken will. Abschaffung der Rente mit 63, Abschaffung der Mütterrente, Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 und noch höher. Alles sozusagen Wünsche der Wirtschaft, der Wirtschaftslobbyisten und auch von liberalen Kräften in Deutschland, die im Grunde genommen letzten Endes hier an den Sozialstaat ran wollen. Und Friedrich Merz sagt, ich zeige es Ihnen mal im Tagesspiegel vom 23.08.2024, sagt er in diesem Artikel, Rente, keine Rente mit 70. Losgetreten hat das Gitta Connemann, die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, die hat da also praktisch eine Forderung rausgetreten und hat gesagt, hier, wir brauchen einen späteren Renteneintritt. Und Parteichef Friedrich Merz hat gesagt, es wird weder im Wahlprogramm noch in einem möglichen Koalitionsvertrag mit uns eine Rente mit 70 geben. Wir haben das Thema in den Parteigremien besprochen, so sagt es Friedrich Merz. Ich finde das erstmal schon bemerkenswert. Im Grundsatzprogramm der CDU, das ist wiederum dann die Hintertür doch für ein höheres Renteneintrittsalter, sagt er klipp und klar, wir sind gegen starre schematische Renteneintrittsalter für Berufsgruppen, da müssen wir differenzieren und da sagt er einfach, dass man Lebensarbeitszeit an die Lebenserwartung koppeln will für bestimmte Berufsgruppen. Ich kann mir also vorstellen, dass Menschen, die am Arbeitsplatz sitzende Tätigkeit ausüben, wahrscheinlich nach dem Willen der CDU länger arbeiten müssen als zum Beispiel Menschen, die auf dem Bau arbeiten. Ob das wirklich dann verfassungsrechtlich so geht, so eine Differenzierung, ich weiß es nicht. Da warten wir auch mal ab, ob das überhaupt dazu kommt, das werden wir sehen. Ja, meine Damen und Herren, mächtige Sozialflügel der Union, die CDA, hat sich gegen die Forderungen der CDU-Mittelstandsvereinbarung auf den Debatten eines höheren Renteneintrittsalters liegt kein Segen, sagte Dennis Radke, Vorsitzender der CDA. Meine Damen und Herren, wir haben nun einen gesellschaftlichen Konsens für 67, also für eine Rente mit 67. Auch das ist schon hochproblematisch, meine Damen und Herren. Ich kenne kaum jemanden von unseren Kundinnen und Kunden, die zu Rentenbescheid24.de kommen oder also in die Online-Beratung oder aber direkt zu uns nach Halle ins Büro kommen, die mit 67 da noch arbeiten. Die meisten gehen früher in Rente. Und die pausenlosen Debatten über Verschärfungen bringen uns ja wirklich nicht weiter. Da gebe ich Herrn Radke wirklich absolut recht, meine Damen und Herren. Ich finde das also absoluten Unfug, dass man hier also immer wieder über ein höheres Renteneintrittsalter versuchen will, die Probleme mit der gesetzlichen Rente und die Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Ja, meine Damen und Herren, und es gibt noch einen anderen Grund, warum Friedrich Merz hier interveniert hat, denn das Thema Rente ist Wahlkampfthema, das wissen wir ja alle. Und es kann ein Schicksalsthema sein, denn die gesetzliche Rente erfasst über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Und jedes Jahr kommen da immer neue dazu. Na, was glauben Sie denn, was passieren würde, wenn die CDU hier auf das Wahlprogramm Rente mit 70 schreibt? Dann ist möglicherweise der Sieg, der prognostizierte Sieg der Bundestag, der CDU-CSU bei der Bundestagswahl in massiver Gefahr. Und das ist genau der Grund, den auch der Herr Radke von der CDA mitgeteilt hat, der gesagt hat, wir müssen jetzt hier aufhören damit. Ansonsten ist ein eventueller Sieg bei der Bundestagswahl im September 2025
in Gefahr. Ja, meine Damen und Herren, das sind die Hintergründe zu der ganzen Geschichte mit der Absage an die Rente mit 70. Ich persönlich bin erstmal schon froh, dass es dazu mit der CDU nicht kommen wird. Ich hätte mir noch eine Klarstellung gewünscht von Herrn Merz im Zusammenhang mit den unsäglichen Forderungen im Hinblick auf die Abschaffung der Mütterrente. Das wäre mir auch noch sehr, sehr wichtig gewesen. Aber da warten wir mal den Bundestagswahlkampf ab. Der beginnt jetzt so ganz langsam. Ich gehe davon aus, dass wir einen Rentenwahlkampf 2025 erleben werden. Alle Parteien werden sich hier in Position bringen und werden hier ihre entsprechenden Vorschläge einbringen. Und da sind wir auch als Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid 24, die extrem gespannt, wie dort die Parteien sich aufstellen werden. Es geht wirklich um das Cui vadis. Wohin geht der Weg mit der gesetzlichen Rente? Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Und Gott sei Dank gibt es mit der CDU keine Rente mit 70. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.